Hallo, mein Name ist Helmut Wachtarczyk und eine Fotofreundin hat mich gefragt: Hey Helmut, wie geht das eigentlich mit Nick die Verein mit dem Malen? Und das will ich euch mal kurz zeigen, wie das funktioniert. Ist gar nicht schwer. Erstmal mal hier, wo haben wir den da? Zack, habe ich hier ein Bild, nicht schön. Ja, habe ich irgendwo in Bangkok aufgenommen in der Nacht und es ist verrauscht. Ja, hier überall. So, dann gehe ich mal kurz auf Filter und öffne Nick Software and Define 2.0. Warte mal einen kleinen Moment, bis das Ding aufgeht. Geht das ziemlich zügig. So, dann will ich das Rauschen messen. Ich arbeite prinzipiell manuell. Ich gehe auf manuell, ich suche meinen Kontrollpunkt raus und gehe da, wo am meisten Rauschen ist und mache mir so ein Rechteck. So, dann messe ich die ganze Sache. Kleinen Moment dauert das. Ja, und dann gehe ich auf Vermindern. So, jetzt gucke ich mir das Ergebnis hier unten an, hier im Fenster. Links ist verrauscht, rechts nicht mehr so doll. Ich nehme ein bisschen Farbrauschen noch da, mehr Prozente und Kontrastrauchen auch. Ich will den Himmel ein bisschen weicher haben, außerdem mache ich das nur Demonstration. Das scheint okay zu sein, dann gehe ich auf Pinsel. So, warte ein bisschen, es hat sich schon eine Ebene geöffnet. Das geht automatisch bei Nix Software. Ich glaube bei Color Effects nicht, ich bin nicht ganz sicher. Ja, damit arbeite ich weniger. Nicht Color Effects, ich meine HD Effects. So, haben wir den Pinsel, gucken wir uns die Deckkraft an, 100%, Fluss 100%, so. Bisschen nicht ganz so weich sollte er sein, ist schon okay, die Einstellung, die Größe, natürlich hier größer erstmal. Ja, und dann male ich einfach an, und weg ist der ganze Mist. So, dann wird hier gemalt, wird hier gemalt, wird hier gemalt, da, überall, wo es verrauscht ist, mit den gleichen Farbtönen. Ja, überall. Und wenn er zwischen diesen Turmspitzen ist, dann mache ich den Pinsel einfach ein bisschen kleiner. So, tschak, 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 tschak. So, tschak, 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 tschak. Na, hier und so weiter. Ich glaube, das ist verständlich. So, dann habe ich noch die Möglichkeit, erstmal mache ich Anwenden, ganz wichtig, auf Anwenden drücken. Und dann habe ich noch die Möglichkeit, eben mit der Deckkraft zu reduzieren. Nachher ist er zu matschig geworden. Dann kann ich hier reduzieren, so wie es mir behagt. Aber ich denke, hier bleibe ich bei 100%. Ich reduziere die Ebene auf eine, zack, und ich bin fertig damit. Schönen Dank fürs Zuschauen. Bis später, euer Helmut Wachtarczyk. Bye, bye.